Ich fasste den Eisenbahnmörder. Jerry Cotton Nummer 8. Von Delfried Kaufmann. Erschienen am 17.09.1956. Der sogenannte Miami Express, eine lange Schlange hellgrauer Luxuswagen aus Leichtmetall, verließ die Mainstation von New York abends um 18.03 Uhr. Der Zug erreichte Philadelphia wenige Minuten vor 20 Uhr, war um 22 Uhr in Baltimore und eine Stunde später in Washington. Sobald der Express Washington verlassen hatte, suchten die meisten Fahrgäste ihre Schlafkabinen auf, denn die nächste Station war Bonneville, die erst um 4 Uhr morgens erreicht wurde. Kabine Nummer 36 war von M.A. Leonard Simö, einem wohlhabenden Pelzhändler aus New York gemietet worden, der nach Atlanta zum Einkauf einheimischer Pelze wollte. M.A. Simö hatte eine Aversion gegen Flugzeuge, seitdem er einmal gezwungen worden war, eine Bruchlandung mitzumachen, bei der die Passagiere mit Ach und Krach unbeschädigt davonkamen. Seit diesem Ereignis benutzte er für lange Geschäftsreisen wieder den Schienenweg. Leonard Simö war ein Mann über 50, ungefähr das, was man einen Lebemann und Salonlöwen nennt. Er trug ungewöhnlich teure Anzüge, aus deren Brusttasche immer der Zipfel eines weißseidenen Taschentuchs hervorschaute. Er pflegte seine silbergrauen Haare mit der Eitelkeit einer Frau. Bevor er in seine Kabine ging, gab er dem Steward den Auftrag, ihn um 8 Uhr rechtzeitig zum Frühstück zu wecken. Mit der gewohnten Genauigkeit erfüllte der Mann den Auftrag. Er klopfte um 8 Uhr an die Kabine 36 und rief: "Guten Morgen, Sir. Sie wünschten geweckt zu werden. Es ist 8 Uhr." Dann ging er seinen übrigen Verrichtungen nach, kam aber eine Viertelstunde später wieder an Nummer 36 vorbei und legte kurz sein Ohr an die Füllung, um zu lauschen, ob sein Weckruf vernommen worden sei. Da er nichts hörte, klopfte er noch einmal und sagte sein Sprüchlein, diesmal aber wartete er auf Antwort. Da niemand reagierte, versuchte er es nochmal. Er erhielt wieder keine Antwort, legte die Hand auf die Klinke, stellte fest, dass die Tür sich öffnen ließ, und öffnete sie einen Spalt, um nachzusehen, ob M.A. Simö vielleicht schon zum Waschraum gegangen war, obwohl er selbst eben daher kam. Im nächsten Augenblick rannte er durch den Wagengang und schrie lauthals: "Mord! Mord! Mord!" Natürlich gab es einen Auflauf, fast eine Panik, bis der Zugführer, ein besonnener Mann, die Ruhe wiederherstellte. Er benachrichtigte funktelegrafisch die Kriminalpolizei in Atlanta, verschloss die Tür von Nummer 36 und stellte sich selbst davor. Als der Miami Express in Atlanta einlief, wartete die Mordkommission bereits auf dem Bahnsteig. Der Zug wurde auf ein Tötzgleis rangiert, und die Beamten machten sich an die Arbeit. Der Polizeiarzt stellte fest, dass Simö zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens durch einen Revolverschuss in die Stirn aus nächster Nähe getötet worden war. Da niemand einen Schuss gehört hatte, musste die Waffe mit einem Schalldämpfer versehen gewesen sein. Der Tote trug, als man ihn fand, einen Schlafanzug und lag auf dem Boden der Kabine. Der Täter hatte seine Sachen durchwühlt. Es fehlte die Brieftasche, in der sich immerhin über 8000 Dollar befunden hatten, wie eine Rückfrage in New York ergab. Es fehlten außerdem eine wertvolle Golduhr und ein 2-karätiger Brillantring, den Simö am kleinen Finger zu tragen pflegte. Da es unmöglich erschien, den Zug, der eine Geschwindigkeit von 80 bis 90 Meilen fuhr, während der Fahrt zu verlassen, musste sich der Mörder unter den Mitreisenden befinden oder unter den Leuten, die den Express während seines Aufenthaltes in Bonneville verlassen hatten. Die Kriminalpolizei von Atlanta hielt die Reisenden 10 Stunden lang fest, musste sie dann allerdings entlassen,
da auf niemanden ein ausreichender Verdacht fiel. Sie stellte durch Kontrolle der verkauften Fahrkarten fest, dass 17 Leute in Banville ausgestiegen waren, und machte sich auf die Suche nach diesen Leuten. Bis dahin wäre dieses Verbrechen im Miami Express zwar ein Raubmord besonderer Art gewesen. Aber immerhin nicht der erste Fall in der Kriminalgeschichte der Staaten. Wenn nicht der Schlafwagenschaffner des Direktzuges New York-Chicago, des berühmten 12-Stunden-Expresses, der New York um 7 Uhr abends verließ und Chicago um 7 Uhr morgens erreichte, bei nur einem zweiminütigen Aufenthalt in Pittsburgh. Wenn also nicht dieser Schaffner, übrigens ebenfalls ein Schwarzer, eine genauso grausige Entdeckung gemacht hätte wie sein Kollege vom Miami Express. In der Kabine 12 fand er den New Yorker Geschäftsmann Abraham Stoneman von 2 wuchtigen Messerstichen ins Herz getötet in seinem Bett. Auch hier fehlten die Brieftasche und sonstige Wertsachen. Der Polizeiarzt stellte eindeutig fest, dass der Mord zu einer Stunde geschehen war, zu der Express Pittsburgh bereits verlassen hatte und sich auf seiner pausenlosen Fahrt im 100-Meilen-Tempo nach Chicago befand. Der Täter musste also unter den Reisenden sein. Sämtliche Reisenden wurden unter Arrest gestellt, und der Untersuchungsrichter unterschrieb einen Pauschalhaftbefehl auf unbefristete Zeit. Nur nach und nach gab die Polizei nach genauer Prüfung aller Umstände die unverdächtigen Passagiere frei. 10 Leute aus undurchsichtigen Verhältnissen hielt sie über 2 Wochen zurück, obwohl ihr von allen Seiten mit Schadenersatzklagen gedroht wurde. Und sie hätte sicherlich einigen dieser 10 Männer noch intensiver auf den Zahn gefühlt, wenn nicht ein neuer Fall ihre Überzeugung. Der Täter müsste sich unter den 10 Verdächtigen befinden, ins Wanken gebracht hätte. Streckenarbeiter fanden auf der Strecke Yuma-Tucson, die von dem sogenannten Grenzexpress befahren wird, der entlang der amerikanisch-mexikanischen Grenze braust, die zerschmetterte Leiche eines Mannes. Verstreut auf eine Meile fanden sich außerdem ein Koffer, eine Aktentasche und ein leerer Samtkasten mit Fächern. Der Arzt stellte sehr rasch fest, dass der Mann nicht an dem Sturz aus dem fahrenden Zug gestorben, sondern durch einen Messerstich ins Herz getötet worden war, bevor er aus dem Express gestürzt wurde. Da der Mann zwar ein Einzelabteil, aber keine Schlafkabine gemietet hatte, war dem Schaffner nicht aufgefallen, dass er bei Ankunft der Zuges in Tucson fehlte. Es dauerte einige Tage, bis der Tote identifiziert werden konnte. Es handelte sich um Francis Morgan aus Los Angeles, einen Juwelenhändler, der sich mit einem mexikanischen Geschäftsfreund in El Paso del Norte zu Verkaufsverhandlungen hatte treffen wollen. Zu diesem Zweck führte er in dem Samtkästchen mit den vielen Fächern eine Auswahl seiner Kollektion bei sich. Im Falle des Francis Morgan hatte die Polizei keine Möglichkeit mehr, auf die Mitreisenden, die sich längst in alle Winde zerstreut hatten, zurückzugreifen. Sie versuchte herauszufinden, wer von Morgans kostbarer Fracht gewusst haben könnte, aber die Ermittlungen kamen nicht recht vorwärts. Nach diesen 3 Eisenbahnmorden innerhalb von rund 10 Tagen, die dazu noch an Orten verübt waren, die so weit auseinander lagen, dass eigentlich ein Täter dafür nicht in Frage kam, bemächtigte sich die Presse der Fälle und zog sie groß auf. Vielen Leuten verging die Lust, noch mit den Zügen zu reisen. Noch einmal 14 Tage später ereignete sich der Mord auf der sogenannten Interkontinentalstrecke, deren Züge den amerikanischen Kontinent von New York nach San Francisco durchfahren, und von diesem Augenblick an rasten die großen Nachtexpresse praktisch leer über die Schienen. Der Interkontinentalmord ähnelte sehr dem Verbrechen an Leonard Simoe im Miami Express. Wieder war eine schallgedämpfte Pistole benutzt worden, und wieder war die Tat in einer Schlafwagenkabine passiert. Das Opfer war ein Mann mit dem schlichten Namen John Smith, Börsenmakler aus Chicago.
Er befand sich auf der Fahrt nach San Francisco. Die Beute betrug nur wenige hundert Dollar, bis sich herausstellte, dass am selben Morgen, an dem in dem fahrenden Zug die Leiche entdeckt wurde, in Chicago bei John Smith Bank ein Scheck über 10.000 Dollar präsentiert und ausgezahlt wurde. Die FBI-Zentrale in Washington ließ sich die Unterlagen der einzelnen Fälle von den verschiedenen Polizeibehörden der Staaten übermitteln, bildete eine zentrale Bekämpfungsorganisation unter der Leitung von Chester Röd, einem Dezernatsleiter der Zentrale, und forderte die einzelnen FBI-Distrikte auf, Beamte für die Fahndung nach dem oder den Eisenbahnmördern abzustellen. M.R. High, der Chef des Distriktes New York, stellte Phil und mich für diese Aufgabe zur Verfügung. Wir meldeten uns bei Röd in Washington. Er überreichte uns einen dicken Aktenordner mit Fotokopien aller Protokolle der vier Fälle und setzte uns dann die Aufgaben auseinander. Die Eisenbahnen bilden einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor, sagte er, und die Zentrale betrachtet es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheit der Züge wiederherzustellen. Wir leben schließlich nicht mehr in der Pionierzeit. Die Regierung hat daher Anweisung gegeben, dass ab sofort FBI-Beamte in den Zügen auf den großen Strecken mitreisen, bis die Täter zur Strecke gebracht worden sind. Wir erwarten von den Beamten in den Zügen in erster Linie die Verhinderung weiterer Verbrechen, während wir hoffen, dem Mörder auf andere Weise auf die Spur zu kommen. Es laufen noch immer die Nachforschungen nach den im Falle Simö in Banville ausgestiegenen Personen. Außerdem haben wir eine Beschreibung des Mannes, der den Scheck von John Smith einlöste. Wir werden auf diese Weise die Mörder aufspüren, nehme ich an. Er warf einen Blick in eine vor ihm liegende Liste. Sie, Cotton, verkündete er, begleiten ab sofort den Intercontinental auf der Strecke New York-San Francisco, während Emma Decker den Gegenzug auf der gleichen Linie überwacht. ... Das war vor 6 Wochen gewesen. Seitdem verlor ich langsam das Gefühl dafür, wie es sich auf einem Boden ging, der nicht ständig unter den Füßen vibrierte. Ich fuhr in 2 Tagen und 2 Nächten von New York nach San Francisco und in der gleichen Zeit von San Francisco nach New York, immer umschichtig. Nach 3 oder 4 Doppelfahrten kannte ich jeden Strauch an der Strecke, und wenn ich ehrlich sein soll, so begann ich mich herzhaft zu langweilen. Ich fragte telegrafisch bei Phil an, wie er sich fühle, und er antwortete mit einem einzigen Wort. Einmal in 48 Stunden rasten wir aneinander vorbei, ohne uns auch nur zu winken zu können. Nach den besagten 6 Wochen sandte ich M.R. High ein Telegramm, in dem ich ihn herzlichst bat, mich von diesem Posten zu erlösen. Er telegrafierte zurück und versprach, es zu versuchen, aber ich müsste mich eine Woche gedulden. Ich rechnete mir aus, dass ich also höchstens noch 2 Doppeltouren zu absolvieren hatte, deckte mich bei der Abfahrt in Frisco mit Zeitungen, Büchern und Magazinen ein und war entschlossen, auch diese Touren noch mit zusammengebissenen Zähnen zu überstehen, ohne die Psychiater mit der Aufgabe betrauen zu müssen, wie bei einem sonst vernünftigen Mann ein Eisenbahnkomplex zu lösen sei. Wir starteten um 23.13 Uhr von Frisco, liefen um Mitternacht den Bahnhof von Sacramento an und waren um 2 Uhr nachts in Carson City. Als nächste Haltestelle kam gegen 8 Uhr morgens Salt Lake City. Ich hatte mir angewöhnt, mir die Hauptmenge des benötigten Schlafes am Tag zu holen, da die bisherigen 4 Opfer alle nachts gestorben waren. In den 6 Wochen seit dem Mord an John Smith waren keine neuen Verbrechen mehr geschehen. Die Zeitungen waren zur Tagesordnung übergegangen, und die größten Züge hatten sich längst wieder gefüllt. Als wir gegen 2 Uhr nachts Carson City verließen, stand ich im Gang und rauchte eine Zigarette. Dann ging ich durch den ganzen Zug. Der Speisewagen war leer.
Der Koch und der Steward schliefen bereits in ihren Kojen neben der Küche. In den gewöhnlichen Abteilen war es ruhig geworden. Die Passagiere versuchten, so gut es ging, auf ihren Plätzen zu schlafen. Ich plauderte ein wenig mit dem Zugführer, der so eine Art Bordbuch führte, und stand dann eine halbe Stunde auf der Plattform der Diesellok und unterhielt mich mit dem Lokführer. Dann schlenderte ich zurück in meinen Wagen und zu meinem Abteil Nummer 12, zog die Vorhänge vor und begann zu lesen. Ich las bis gegen 4 Uhr, stand dann noch einmal auf, schob möglichst lautlos meine Tür zurück und trat auf den Gang. 2 Kabinen weiter stand eine Dame, eine schlanke blonde Frau, die erschreckt herumfuhr, als ich auf den Gang trat. Ihre grauen Augen blickten mich verstört an, dann drehte sie den Kopf weg. Vielleicht hatte mein beruflicher Ehrgeiz zu lange kein Futter erhalten, dass ich auf die Idee verfiel, die Dame könnte für mich interessant sein. Ich schlenderte die paar Schritte zu ihr hin und sagte, können Sie auch nicht schlafen, Miss? Sie blickte mich an, zog die Augenbrauen hoch und schien zu überlegen, ob sie meinen Annäherungsversuch einfach ignorieren sollte, entschloss sich dann aber und sagte, leider nein. Ich kann in Zügen nie schlafen. Dabei müsste ich mich eigentlich daran gewöhnt haben, denn ich treibe mich auf der Eisenbahn herum, seitdem ich 4 Jahre alt wurde. Ich lachte. Sind Sie Fahrkartenkontrolle Urin? Sie schüttelte die Frisur und lachte zurück. No, Artistin. Zahnkraftakt am Trapez. Sie zog die Lippen zurück und zeigte mir 2 Reihen ihrer schneeweißen, prächtigen Zähne. Beißen Sie bloß nicht, tat ich erschrocken. Unter welchem Namen treten Sie auf? Des Lili. Kennen Sie die Nummer? Habe es, glaub ich, schon einmal gehört. Sie winkte ab. Ach, Sie lügen, um mir ein Kompliment zu machen. Ich bin nicht sehr berühmt. Die Zeit für Artisten ist vorbei. Ich bot ihr eine Zigarette an. Sie nahm sie, und ich gab ihr Feuer. Sind Sie auch viel unterwegs? Fragte sie. In letzter Zeit verteufelt viel, seufzte ich. Kollege. Kann man nicht sagen. Mehr geschäftlich. Sie lachte wieder. Ich verstehe, Sie machen Dollars in rauen Mengen. Sie verschwand hinter ihrer Tür von Abteil 16. Ich blieb noch ein wenig stehen, dann ging ich in meinen Laden zurück, löschte das Licht und döste, lang auf dem Bett liegend, vor mich hin. Um 5 Uhr beschloss ich, noch einmal einen Kontrollgang zu machen. Ich ging erst nach links bis zum Speisewagen, dann drehte ich mich um, wanderte den ersten Luxuswagen entlang, ging über die rumpelnde Verbindungsplattform zum zweiten. Durch eine Zwischentür war der Wagen in 2 Hälften geteilt. Als ich diese Tür aufstieß, erblickte ich in dem trüben Licht der Nachtbeleuchtung eine Gestalt, die eben im Begriff war, die Einstiegstür am Ende des Waggons zu öffnen. Der Mann lehnte sich schwer dagegen, um sie gegen den Druck des Fahrtwindes aufzubekommen. Im ersten Augenblick dachte ich, es handle sich um einen Schwarzen, denn sein ganzer Kopf war schwarz, aber dann erkannte ich, dass er sich eine schwarze Vollmaske über den Schädel gezogen hatte. Hallo, rief ich. Bleib stehen und nimm die Hände hoch. Als mein Ruf ihn traf, fuhr sein Kopf hoch. Ich sah seine Augen in den Schlitzen der Maske glitzern. Er war so groß wie ich, breit in den Schultern, eng in den Hüften. Er krümmte sich wie eine Katze vor dem Sprung. Im nächsten Sekundenbruchteil war er hochgeschnellt und packte mit beiden Händen den Notbremsengriff unmittelbar neben der Tür. Die Notbremse gibt nicht etwa dem Zugführer ein Signal, den Zug zu stoppen, sondern sie wirkt automatisch auf die Bremsen, die sofort mit voller Wucht anschlagen. Wenn ein Express bei rund 100 Meilen Geschwindigkeit in der Stunde so abrupt gestoppt wird, gibt es einen Ruck, der keine Tasse im Schrank lässt.
Damit hatte er wohl gerechnet. Sein Sprung zur Bremse geschah mit einer solchen Geschmeidigkeit, wie ich sie noch nie bei einem Menschen gesehen habe. Ich zog zwar noch durch, aber ich traf ihn nicht mehr, denn ich befand mich schon auf einem Rückwärtsflug, den ich nicht mehr zu halten vermochte. Das ohrenbetäubende Kreischen der blockierten Räder erfüllte den ganzen Zug. Nach dem Gesetz der Fliehkraft sauste ich rückwärts durch den Gang. Mein Körper krachte gegen die Zwischentür. Ich rutschte die ganze zweite Hälfte des Ganges noch über den Boden, prallte dann gegen die Stirnwand des Wagens und blieb endlich liegen. Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt hielt auch der Zug. Ich schüttelte mich, sprang auf und rannte den Weg zurück. Der Bursche war verschwunden. Die Einstiegstür stand offen. Er musste sich an den Notgriff angeklammert und so den Ruck abgefangen haben. Ich sprang hinaus, landete auf dem Schotter des Bahndammes, lauschte einen Augenblick, glaubte Schritte zu hören und tobte den Bahndamm hinab. Sobald ich aus dem schwachen Schein des Lichts aus den Waggonfenstern trat, war es stockdunkel. Ich sah kaum die Hand vor Augen. Ich lauschte wieder, aber inzwischen waren die Insassen des Zuges erwacht. Und ein vielstimmiges Geschrei, ein Rufen, Fragen, Wimmern, übertönte jedes andere Geräusch. Zu allem Überfluss knatterte über unseren Köpfen ein Hubschrauber. Ich konnte deutlich sein rotes und grünes Seitenlicht sehen. Der Pilot hatte wohl bemerkt, dass der Zug stand, denn er setzte zu einer großen Schleife an und flog zurück. Vom Zug her wurde mein Name gerufen. M.A. Cotton. M.A. Cotton. Wo sind Sie? Es war der Zugführer. Hier, brüllte ich. Kommen Sie her, und bringen Sie ein paar Lampen mit. Eine Minute später waren die Männer, der Zugführer, der Koch und der Speisewagen-Steward, bei mir. Er ist aus dem Zug gesprungen, erklärte ich. Er hat höchstens 2 Minuten Vorsprung. Wir müssen ihn verfolgen. Machen Sie die Taschenlampen an. Wer? Fragte der Koch. Raten Sie mal, fauchte ich wütend und nahm ihm die Taschenlampe aus der Hand. Ihr Schein reichte vielleicht 300 Yard weit. Wir hielten mitten in der Steppe. Hin und wieder ein Busch, ein paar Windschiefe, zusammenstehende Bäume. Der Hubschrauber knatterte über unseren Köpfen. Ich rannte vorwärts. Es war ein ziemlich sinnloses Unterfangen. Er brauchte nur am Zug entlang gelaufen zu sein, die Gleise überquert haben, so suchten wir jetzt in einer völlig falschen Richtung. Der Zugführer holte mich keuchend ein. M.A. Cotton, sagte er atemlos, wir müssen weiterfahren. Ich kann es nicht riskieren, den Zug auf der Strecke stehen zu lassen. Einer der Güterzüge könnte auf ihn auffahren. Schicken Sie einen Mann mit Signalen das Gleis aufwärts. Er kann den Zugverkehr stoppen. Glauben Sie nicht, es wäre besser, wenn wir funktelegrafisch die Polizei benachrichtigen. Sie finden ihn hier doch nicht. Er ist doch nicht auf Verdacht an dieser Stelle aus dem Zug gesprungen. Zu Fuß würde er in dieser Gegend glatt verhungern, bevor er das nächste Haus erreicht. Sicherlich wurde er von Kumpanen erwartet. Der Mann hatte recht. Ich hatte schließlich den Maskierten nicht aus dem Zug getrieben, sondern ihn überrascht, als er im Begriff war, ihn zu verlassen. Unwillkürlich hob ich meinen Kopf zu dem Hubschrauber hin. Ihm schien die Sache langweilig zu werden. Er knatterte in westlicher Richtung davon. Gut, steigen wir ein, knurrte ich. Wir gingen zum Zug zurück. Viele der Passagiere waren ausgestiegen. Der Zugführer rannte an den Wagen entlang und schrie: Einsteigen! Einsteigen! Als der Zug anruckte, standen Fahrgäste dicht gedrängt in den Gängen. Bitte, suchen Sie sofort Ihre Abteile auf, befahl ich scharf. Niemand verlässt seinen Platz. Beeilen Sie sich bitte.
Sie trollten sich. Ich ging durch den ganzen Zug, wiederholte meinen Befehl und duldete nicht, dass jemand auf dem Gang blieb. Als ich zurückkam, stand vor Nummer 16 meine Gesprächspartnerin. Sie trug jetzt einen Morgenrock über ihrem Pyjama. Was war denn? Fragte sie. Bitte, gehen auch Sie in Ihr Abteil, sagte ich knapp. In Begleitung des schwarzen Stewards und des Zugführers begann ich von hinten die einzelnen Abteile der beiden Luxuswaggons zu untersuchen. Wir suchten nicht lange. In Abteil 28 fand ich einen älteren, DIC-klichen Mann mit einer Glatze, der als einziger aller Passagiere zu dieser Stunde in seinem Bett lag. Er war tot. Wer hat Nummer 28? Fragte ich den Neger. Er zitterte so stark, dass er seine Listen nicht zu halten vermochte. Ich nahm sie ihm aus der Hand. Kabine 28 war von einem MAA-Swellboom aus Frisco gemietet worden. Ich ging noch einmal zurück, verschob vorsichtig die Decke über der Brust des Toten. Über der Brust war sein Pyjama blutgetränkt. Es gab keine Zweifel, dass ich vor dem fünften Opfer des Eisenbahnmörders stand. Während der Zug Salt Lake City entgegenraste, ging ich von Abteil zu Abteil. Ich stellte nur zwei Fragen: Haben Sie etwas gehört oder bemerkt? Und, fehlt in Ihrem Abteil eine Person? Als ich mit diesem Job zu Ende war, donnerte unser Express bereits durch die ersten Häuser von Salt Lake City. Wie immer bei solchen Verhören wurden mir eine Menge Wahrnehmungen mitgeteilt, von denen nicht eine einzige etwas taugte. Allerdings ergab die Antwort auf die zweite Frage ein ganz eindeutiges Bild. Niemand fehlte in einem Abteil. In allen Abteilen, in denen mehrere Leute beisammen saßen, wurde mir bestätigt, dass sich noch genau dieselben Personen darin befanden, die spätestens in Carson City ihre Plätze eingenommen hatten. Es gab zwar drei oder vier Abteile nicht in den Luxuswaggons, in denen nur ein Mann allein saß, und es gab sechs Abteile, die leer standen, aber der Zugführer und der Schaffner erklärten, dass sie in Carson City schon leer gewesen wären. Auch aus den Luxuskabinen fehlte niemand, wie sich an der Liste des Stewards leicht kontrollieren ließ. Der Mörder schien wie ein Gespenst im Zug aufgetaucht zu sein. In Salt Lake City erwartete uns die Mordkommission. Ihr Chef hieß Robert Snyder. Ich informierte ihn kurz. Er ließ einen Beamten die Personalien aller Reisenden aufnehmen, besorgte in weniger als einer Viertelstunde vier geländegängige Wagen. Wir machten uns auf den Weg zu jener Stelle, an der der Zug gehalten hatte. Wir wussten, dass es bei Meilenstein 357,4 des Schienenstrangs gewesen war. Mit der Genauigkeit indianischer Fährtensucher machten wir uns an das Spurensuchen. Wir fanden am Bahndamm leicht einige Stellen, an denen offensichtlich in der Nacht jemand hier abgeglitten war. Nur konnte natürlich nicht mehr festgestellt werden, ob diese Merkmale von dem Zugführer, dem Koch, mir oder dem Mörder stammten, abgesehen davon, dass auch einige Passagiere den Bahndamm verlassen hatten. Wir gingen jeder dieser Spuren nach. Ein Ergebnis brachte die Suche nicht, denn der Steppenboden war knochenhart ausgetrocknet. Als es dunkel wurde, brachen wir die Suche ab und fuhren nach Salt Lake City zurück. Es wurde Mitternacht, bis wir dort eintrafen. Naja, ich kannte die Stadt, in der ich mich mal mit einer Bande herumgeschlagen hatte, und versäumte auch nichts, wenn ich die Stätte meiner persönlichen Erinnerung nicht besuchte. Im Polizeihauptquartier wurde mir eröffnet, dass Chester Röd, der Leiter der Nachforschungen nach dem Eisenbahnmörder, per Flugzeug von Washington unterwegs war. Er musste im Laufe der Nacht eintreffen. Weckt mich, wenn er kommt, bat ich, legte mich auf das nächste Bett im Bereitschaftsraum und entschlummerte.
Sie rüttelten mich um 4 Uhr morgens wach. Röd war eingetroffen und hockte bereits bei Snyder in dessen Büro. Ich wusch mir den Schlaf aus den Augen und ging hinauf. Hätten Sie den Mord nicht verhindern können? Fragte Röd zur Begrüßung. Er war ein knochiger, magerer Mann von beachtlicher Länge, mit einem strengen Mund und kühlen Augen. Nein, es sei denn, ich hätte mich vor Aswell Booms Tür gelegt. Wahrscheinlich hätte dann jemand anders dran glauben müssen. Er sah einen Augenblick lang vor sich hin auf den Boden, hob dann den Kopf und entschied, Sie haben recht. In einer Stadt befinden sich ständig Polizisten, und doch passieren Morde. Warum soll es in einem Zug anders sein? Wie sah der Mann aus? Hören Sie, Röd, es ist völlig zwecklos, dass ich ihn beschreibe. Ich sah nicht die Spur seines Gesichts, und ich sah seine Gestalt nicht länger als 15 Sekunden. Ich kann Ihnen sagen, er war von meiner Größe und ungefähr von meiner Gestalt. Aber das nutzt Ihnen nichts, denn niemand würde den Mann wiedererkennen, es sei denn, ich selbstständig. Woran würden Sie ihn wiedererkennen? An der Art seiner Bewegungen vielleicht. An dem Ausdruck seiner Augen. Natürlich bin ich nicht sicher, aber ich hoffe es. Röd nagte an seiner Unterlippe. Wie ist der Mann in den Zug gekommen? Fragte er. Snyder brachte mir ein Glas mit einem Drink. Ich machte es mir in einem Sessel bequem. Emma Röd, sagte ich. Ich bin 6 Wochen für Sie zwischen New York und Frisco hin und her gefahren. Ich habe während dieser Zeit die Protokolle über die Mordfälle immer wieder und wieder gelesen, weil ich nichts Besseres zu tun hatte, und ich werde Ihnen meine Meinung darüber sagen, auch wenn Sie anschließend Emma Hay mitteilen, er beschäftige nur Idioten in seinem Distrikt. Hören Sie höflichst 10 Minuten lang zu. Leonard Simö und Abraham Stoneman wurden in derselben Nacht ermordet, beide unter den gleichen Umständen, aber beide mit anderen Waffen. Simö wurde erschossen. Zwischen der Tat und ihrer Entdeckung hatte der Täter die Möglichkeit, den Zug zu verlassen oder aber wenigstens seine Beute loszuwerden, indem er sie irgendeinem Kumpan in Banville beim Aufenthalt des Zuges übergab. Abraham Stoneman wurde erstochen. Der Täter konnte nach menschlichem Ermessen den Zug nach der Tat nicht verlassen haben, und doch war er nicht mehr unter den Mitreisenden, wie der Mord an Francis Morgan bewies. Der bis gestern letzte Mord an John Smith wurde wieder mit einer Schalldämpferpistole verübt, und wieder lagen mehrere Haltestellen zwischen der Tat und ihrer Entdeckung. Aswell Boom hingegen wurde erstochen, und ich überraschte den Täter dabei, wie er versuchte, aus dem Zug auszusteigen. Mit einem Wort, Emma Röd, der Mörder, der die Pistole benutzt, ist aus irgendwelchen Gründen auf die Haltestellen angewiesen. Der Mörder mit dem Messer hingegen befindet sich durchaus in der Lage, aus einem fahrenden Zug auszusteigen. Röd stieß ein Grunzen aus. Machen Sie mir das bitte mal vor, aus einem 100 Meilen fahrenden Zug auszusteigen, ohne sich das Genick zu brechen. Wenn ich ein wenig trainiere, mache ich es Ihnen vor. Allerdings steige ich nicht aus. Ich steige um, und zwar auf ein Fahrzeug, das ebenfalls 100 Meilen in der Stunde fährt. Ein Auto. No, ein Flugzeug. Genauer, ein Hubschrauber. Snyder stieß einen Pfiff aus. War ein Hubschrauber in der Nähe? Fragte Röd. Ja, antwortete ich mit Betonung. Eine Minute lang schwiegen wir alle, dann nahm der Beamte aus Washington wieder das Wort. Es ist ein halsbrecherisches Kunststück, sagte er langsam. Aber, er kann es, unterbrach ich. Und der andere Mörder ist auf die Haltestellen angewiesen, weil er das Umsteigen eben nicht kann, ergänzte ich. Es handelt sich also nach Ihrer Meinung um 2 Täter, die nichts miteinander zu tun haben.
Ich hob die Schultern. Ich weiß nicht, ob sie nichts miteinander zu tun haben. Ich glaube es nicht einmal. Ich bin vielmehr der Ansicht, dass es sich um eine Bande, eine kleine Bande, handelt, die nach zwei verschiedenen Methoden vorgeht. Der Revolvermörder steigt aus, oder er wagt es sogar, aufgrund seiner ausgezeichneten Tarnung bis ans Ende der Reise mitzufahren, nachdem er die Beute auf irgendeine Weise losgeworden ist. Der Messermörder verlässt den Zug während der Fahrt. Wie viele Mitglieder hat die Bande nach ihrer Meinung, Cotton? Ich rechnete laut vor, der Mann mit dem Revolver, den Mann mit dem Messer, den Piloten des Hubschraubers und noch ein oder zwei Gehilfen. 5 Leute zusammen, kaum mehr. Haben Sie Vorschläge? Fragte Röd. Nur einen. Geben Sie mir freie Hand. Ich bin der Einzige, der den Mörder gesehen hat. Lassen Sie ruhig Ihren Fahndungsapparat weiterlaufen. Versuchen Sie dadurch weiterzukommen, dass Ihre Leute nach dem Einlöser des Schecks von John Smith suchen oder den Leuten nachspüren, die in Banville ausstiegen. Lassen Sie mich alle Ergebnisse wissen, die Sie erzielen, aber geben Sie mir im Übrigen freie Hand. Und wenn Sie ein Übriges tun wollen, dann lösen Sie meinen Freund Phil Decker auf dem Gegenzug ab und koppeln Sie uns zusammen. Röd zögerte keine Sekunde. Ich bin einverstanden, vorausgesetzt, Mr. High gibt seine Genehmigung. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Stern, Stern, Stern. Das war genau die Art, nach der ich am liebsten arbeitete, allein, nur mit Phil an der Seite, und sonst ganz nach der eigenen Nase. Mr. High hatte uns mit allen Späßenwünschen und einem dicken Späßenvorschuss von der Kette gelassen. Wir saßen in einem Drugstore in der Nähe des Hauptquartiers und vernaschten einen Eiscreme-Soda. Ich hielt Phil einen Vortrag. Sie haben 5 Morde begangen, und jeder dieser Morde brachte Ihnen rund $8.000. Gib zu, dass nicht gerade häufig Leute in einem Zug sitzen, die $8.000 in bar bei sich tragen. Sie haben nur in einem Fall weniger erbeutet, und zwar bei John Smith, aber sie machten es wett, indem sie einen Scheck einlösten. Wenn die 5 Morde unvorbereitet durchgeführt worden wären, so hätten sie sicherlich in einem, wenn nicht in 2 Fällen das Pech haben müssen, dass dabei nicht mehr als ein paar Dollar herausprangen. Jeder Professor kann dir das nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung mathematisch exakt ausrechnen. Bleibt nur ein Schluss, die Morde müssen vorbereitet gewesen sein. Irgendwer, und zwar jemand aus der unmittelbaren Umgebung der Getöteten, jemand, der über ihre Absichten genau informiert war, hat diese Informationen an den Täter weitergegeben. 2 der Opfer des Eisenbahnmörders stammen aus New York, Simö und Stoneman. Fangen wir also bei ihnen an. Wie Sie wissen, betrieb Simö einen Pelzhandel in New York. Da er keine unmittelbaren Erben hatte, war der Laden vorläufig geschlossen worden, aber wir beschafften uns die Anschrift eines seiner Angestellten und besuchten ihn am Abend. Es handelte sich um einen älteren Mann namens Coleridge. Wir rückten ihm mit unseren Fragen auf den Leib, aber es kam nichts dabei heraus. Er nannte uns die Namen der 5 Angestellten, 2er Männer und 3er Mädchen, die außer ihm bei Simö gearbeitet hatten. Wir knöpften uns die 5 in den nächsten Tagen vor. In allen Variationen stellten wir die Frage, mit wem haben Sie über die Absichten Ihres Chefs gesprochen? Aus den Antworten zeichnete sich keine klare Spur ab, bis wir an Miss Caster gerieten, eine ehemalige Stenotypistin Siemers, ein nicht mehr ganz junges Fräulein, über 30 Jahre alt. Wir trafen sie in ihrem möblierten Zimmer. Sie lud uns zu einem Likör ein, den wir aus Höflichkeit nicht ablehnten, obwohl uns das süße Zeug schüttelte. Als wir auf Simö zu sprechen kamen, begann sie zu weinen. Ich hatte den Verdacht,
dass sie ein wenig in ihren Chef verliebt gewesen war. Wenn Sie uns sagen könnten, mit wem Sie über die Absichten Ihres Chefs gesprochen haben, könnte uns das vielleicht weiterhelfen, bat ich vorsichtig, als sie sich ausgeheult zu haben schien. Sie blitzte mich empört an. Ich habe mit niemanden über geschäftliche Dinge gesprochen. Miss Caster, jeder Mensch hat irgendwen, mit dem er sich darüber unterhält, was er am Tag erlebt hat. Sie brauchen ja nichts Genaues gesagt zu haben. Es genügt vielleicht, wenn Sie äußerten, dass Ihr Chef morgen nach Atlanta fährt, und dass Sie froh seien, sein Gesicht 8 Tage nicht zu sehen. Sie zerknüllte ihr Taschentuch zwischen den Händen. Vielleicht habe ich mal mit Frank darüber gesprochen, gestand sie schließlich. Wer ist Frank? Mein Bräutigam. Wie heißt er mit vollem Namen? Frank Nies. Bitte erzählen Sie uns, was für ein Mann er ist. Stattdessen heulte sie wieder. Und im Verlauf der nächsten Stunde erfuhren wir, unterbrochen von manchem Schluchzen, die Geschichte ihrer Liebe zu Frank Nies. Es war die typische Story des alternden Mädchens. Dieser M.A. Nies hatte sich 4 Wochen vor dem Mord im Miami Express an die Stenotypistin hier angemacht. Wenn ich ihn mir nach Miss Casters idealisierender Beschreibung richtig vorstellte, dann war er so ein geschniegelter, gelackter Faulenzer, einer von diesen Vorstadtherzensbrechern, denen zum Heiratsschwindel nur die Intelligenz fehlt. An die 3 Wochen hatte er dem ältlichen Mädchen den Verliebten vorgespielt, dann, eines Tages, ließ er sich nicht mehr sehen. Kennen Sie seine Anschrift? 88 Straße Nummer 54 bei Mr. Tank. Haben Sie ihm erzählt, dass M.A. Simö zum Pelzeinkauf nach Atlanta reist? Wir mussten einen neuen Tränenwasserfall abwarten, bevor wir Antwort erhielten. Es mag sein. Er beschwerte sich oft darüber, dass ich wenig Zeit für ihn hätte, wegen der Überstunden, und ich sagte ihm sicherlich, dass ich das Geschäft früher verlassen könnte, sobald M.A. Simö verreist sei. Nannten Sie einen genauen Termin? Ja. Das war alles, was wir wissen wollten. Eine halbe Stunde später klopften wir an die Tür von Mr. Tank im Haus Nummer 54 in der 88 Straße. Sie war eine kleine rundliche Frau mit weißem Haar. Sie vermieten Zimmer, Mr. Tank. Ja, ich bin dazu gezwungen. Ich bin Witwe. Wünschen Sie einen Raum? Es ist etwas frei. Vielen Dank. Wir möchten nur einen Frank Nies sprechen, der bei Ihnen wohnen soll. Er ist aber im Augenblick nicht da. Wann kommt er zurück? Gewöhnlich gegen 5 Uhr. Das wäre in einer Stunde. Wir kommen wieder. Guten Tag, Mr. Tank. Draußen auf der Straße sagte ich zu Phil, am besten warten wir gleich auf ihn. Wenn die Frau ihm erzählt, dass wir ihn suchen, türmt er am Ende sofort. Wir schlenderten langsam die Straße entlang, besahen die Schaufenster und hielten den Eingang zum Haus Nummer 54 im Auge. An einem Fotoladen sagte Phil, sieh dir die Schmalfilmkamera an. Das Modell wünsche ich mir schon lange. Ich geh mal rein und frage, was sie kostet. Ich wartete draußen, während Phil mit dem Händler verhandelte. Plötzlich flog mir der Hut vom Kopf, es gab ein leises Klirren, ein böses Zwitschern, und die Schaufensterscheibe hatte ein rundes schönes Loch. Ich wirbelte um meine Achse. Dicht am Bordstein zischte ein dunkler Wagen, eine Limousine vorbei. Ich riss den Revolver aus der Halfter, aber schon hatte der folgende Wagen das Ziel verdeckt, denn die Autos schoben sich in dickem Strom durch die 88 Stens. Ich sprang an den Bordstein. Stoppen, schrie ich dem nächsten Wagen zu. Stattdessen gab der Fahrer Gas. Wahrscheinlich erschreckte ihn der Revolver in meiner Hand.
Jemand packte mich von hinten am Rocksaum. Ganz instinktiv fuhr ich herum und schlug zu, bevor ich noch hingesehen hatte. Es war ein Mann in einem weißen Kittel. Ich traf ihn mäßig vor die Brust, aber es genügte, dass er sich aufs Pflaster setzte. Da saß er nun und schrie: Hilfe! Überfall! Hilfe! Phil jagte aus dem Laden, ebenfalls die Kanone in der Hand. Was ist los, Jerry? Irgendwer versuchte von einem Auto aus mich zu erschießen. Los, komm, schrie er und wollte sich in Trab setzen. Zwecklos. Zu viel Vorsprung. Ich weiß nicht die Nummer. Der Weißkittel saß noch immer auf dem Pflaster und schrie munter um Hilfe. Warum schreit er? Fragte ich Phil und zeigte auf das Häufchen Elend, leider mit der Hand, in der sich der Revolver befand. Der Mann klappte seinen Mund zu und kippte vor Schreck hintenüber. Inzwischen strömten natürlich die Leute zusammen, aber sie sahen die Kanonen in unseren Händen und hielten sich in respektvoller Entfernung. Der Ladenbesitzer, erklärte Phil lachend. Er sauste an mir vorbei, als seine Scheibe zu Bruch ging. Er hat es früher gemerkt als ich. Er ging zu dem Mann hin und brüllte ihn an: Halten Sie Ihren Mund. Kein Mensch will Ihnen Ihre Kameras rauben. Zwei Cops brachen sich ihren Weg durch den Kranz der Neugierigen, von denen sich bei allem Geschrei des angeblichen Überfallenen keiner an uns herangetraut hatte. Als die Cops die Revolver sahen, zerrten sie ihrerseits die Schießeisen hervor, und nun stand einer munteren Knallerei zwischen Polizei und Polizei nichts mehr im Wege. Wie es die Dienstvorschrift befahl, rief einer der Cops uns an, bevor er auf den Abzug drückte: Pfoten hoch, Männer! Werft die Revolver weg! Ich glaube, es ist besser, wir stecken diese Schießeisen endlich ein, sagte ich zu Philosophie, es gibt nur Ärger damit. Die Cops näherten sich uns mit aller gebotenen Vorsicht. Na ja, es gelang uns schließlich, sie zu überzeugen, dass wir Kollegen seien. Die Zuschauer drängten näher, als sie erkannten, dass offenbar nicht geschossen wurde, und der Fotohändler jammerte nach Ersatz für seine zerstörte Scheibe. Sehen Sie zu, dass die Straße frei wird, Sergeant, sagte ich. Wir haben hier noch etwas zu tun, wobei wir keinen Menschenauflauf gebrauchen können. Wir gingen in das Haus Nummer 54 zurück, setzten uns auf die Treppe und warteten auf Frank Nies. Die Treppe war nicht breit, und für jemanden, der nach oben wollte, blieb nicht viel Platz. Eine halbe Stunde, nachdem wir den Posten bezogen hatten, verdunkelte sich der Eingang. Ein Mann kam durch den Flur. Er hatte hübsche blonde Haare, in die ein paar schicke Wellen gedrückt waren. Außerdem hatte er eine Tango-Tänzer-Figur und ein Gesicht, das noch ausdrucksloser war als das mancher Filmstars. Ich glaube, das ist er, sagte Phil, während der Bursche den Flur entlang näher kam. Gestatten Sie, sagte er und wartete, dass wir Platz machten. Der Visage nach könnte er es sein, sagte ich zu Philosophie. Bitte, erlauben Sie, wiederholte er ungeduldig. Sind Sie Frank Nies? Fragte ich. Was geht Sie das an? Sind Sie es oder nicht? Ja, aber geben Sie mir jetzt den Weg frei. Nein, antwortete ich und lächelte. Er wurde unsicher. Plötzlich wandte er sich um und wollte türmen. Ich schob das rechte Bein vor. Er stolperte darüber und lag lang. Sekundenlang wagte er nicht, sich zu rühren, obwohl er sich nicht wehgetan haben konnte. Aufstehen, befahl Philosophie. Er gehorchte. Schönen Gruß von Miss Caster, sagte ich. Er richtete sich auf und drehte sich zu uns um. Seine Anzugvorderseite war ziemlich schmutzig geworden. Ich sah, dass sein Mund zitterte.